Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Fischer, für die nette Vorstellung und die Einladung zu diesem heutigen Treffen. E-Call ist sicherlich ein Termin, ein Datum, ein Faktum, das nicht plötzlich ausgebrochen ist, sondern das eben eine gewisse Vorgeschichte hat, die Sie jetzt schon recht ausführlich gehört haben. Und ich möchte im Wesentlichen dort dann ansetzen und Ihnen ein paar Dinge zeigen, welche Konsequenzen diese Neuregelung hat. Nur kurz zu meiner Person. Ich bin seit mittlerweile ziemlich genau 25 Jahren im ÖMTC in der Interessenvertretung. Das ist vielleicht ungewöhnlich in einer Zeit der großen beruflichen Dynamik. Es ist auch nicht so, dass ich dort wahnsinnig reich werde, aber es interessiert mich einfach dieses Thema, diese Schnittstelle zwischen Information, Mobilität, Technik und natürlich das Juristische in dem Zusammenhang. Und darum hat mich dieser Job eigentlich so fasziniert, dass ich inzwischen auch seit 5 Jahren die juristische Interessenvertretung des ÖMTC auf Bundesebene leiten darf, mit einem Team von etwa 6 Juristinnen und Juristen, die sich eben mit Konsumentenschutz, mit Bürgerrechten, mit Mobilitätsvorschriften, natürlich mit dem Schwerpunkt auf Straßenverkehr beschäftigen. Aber es zeigt sich schon, dass auch diese Frage natürlich des Datenschutzes im Zusammenhang mit der Datenschutzgrundverordnung, die ja im Mai in Kraft tritt, uns massiv beschäftigt. Das aber auch natürlich genau die Frage, was passiert mit meinen Daten oder welches Recht an meinen Daten kommt mir zu. Auch natürlich gerade im Zusammenhang mit dem Thema das Fahrzeug in seiner Vernetzung. Und genau dort ist jetzt der Punkt, wo das Inkrafttreten der E-Call-Ausrüstungsverpflichtung für neu typisierte Fahrzeuge mit einer ganzen Reihe von Phänomenen in der Praxis zusammentrifft. Ich habe vor ein paar Tagen ein Interview mit einer Journalistin gehabt, die diese Veranstaltung auch angekündigt hat, soweit ich das mitbekommen habe, die mich mit einer Position eines deutschen Datenwissenschaftlers, ich muss gestehen, ich habe den Namen nicht in Erinnerung, konfrontiert hat, der gemeint hat, ob das denn wirklich so ist, dass E-Call die Voraussetzung dafür erst schafft, um vernetzte Autos zu ermöglichen, ob es nicht vielleicht eher umgekehrt ist, dass die Industrie sich dazu bemüht hat, irgendein 0815-Verpflichtungspapier zu schaffen, dass sie als Verpackung dafür verwenden können, um schon längst die bei Ihnen in den Schubladen vorhandenen Konzepte auf den Markt zu bringen. Meine Antwort, auf die ich nicht stolz bin, aber die würde Ihnen genauso einfallen: Es gibt selten Vorschriften, die weit vor ihrem Inkrafttreten schon übererfüllt werden, und genau um das haben wir es aber da zu tun, sodass diese Vermutung, dass die Vorschrift eher sozusagen die Verpackung sein soll, ich nenne sie auch öfters die Sozialversicherungen, mögen wir verzeihen, Krankenkassen, E-Call, und wir werden gleich dazu kommen, warum. Über die Historie haben wir jetzt ja schon genug gehört, aber natürlich die Umsetzung dieser Vorschrift, die vor allem verlangt, dass Fahrzeuge, die ab dem 31. März 2018 typengenehmigt sind, damit auszustatten sind. Das heißt, wir haben heute noch eine ganze Latte, praktisch das gesamte Angebot der Fahrzeugindustrie ist ja nur auf alten Typengenehmigungen aufbauend. Trotzdem haben wir schon jetzt, also in vielen Fällen, natürlich sowas wie Konnektivität in den Fahrzeugen verbaut, die viel, viel, viel mehr kann, als irgendein damisches SMS zu irgendeiner Leitstelle zu schicken, wo dann jemand zum Telefonhörer greift und zurückruft. Sie sehen schon, dass sich da auch die von mir gewählte Bezeichnung Krankenkassen E-Call insofern ein bisschen bestätigt, als das ja wirklich nur die erdige Grundsubstanz ist für das, was mindestens da sein muss. Und natürlich die Konnektivitätsbestrebungen der Hersteller ganz anders in die Richtung von Alleinstellungsmerkmalen und Kompetenzen, die nur ihnen zukommen und die Konkurrenz weit ab im Regen stehen lässt. Zumindest hätte das jeder gern, irgendwann einmal kommen es dann alle aufs selbe drauf. Oder auch auf Produkte oder Dienstleistungen, die in Wahrheit eigentlich niemand braucht. Und jetzt ist natürlich das Problem das, je komplexer die Datenfluss- und Informationssysteme zusammengestellt sind und je umfangreicher auch die Informationen sind, die von Fahrzeugen zu
irgendwelchen, sage ich einmal, Leitstellen laufen, umso schwieriger wird es quasi, dieses Netzwerk zu durchschauen, beziehungsweise insbesondere dann auch im positiven Sinn zu durchbrechen. Jetzt auch aus Konsumentensicht eben zu vermeiden, dass jemand gezwungen ist, das zu nehmen, was ihm der Hersteller anbietet. Und genau vor dem Hintergrund war eben die große Vermutung, dass diese E-Call-Regelung schon natürlich so und so viele tausend Leben retten soll, ja eh, aber trotzdem eigentlich dazu verwendet werden sollte, um gerade diese Bindung des Kunden an die Konnektivitätsangebote seines eigenen Fahrzeugherstellers sicherzustellen. Und vor dem Hintergrund hat die FIA, also der weltweite Dachverband der Automobilclubs, wo der ÖMTC eine überproportional große Rolle spielt aufgrund der hohen Zahl von Mitgliedern, nur kurz zur Orientierung, der ÖMTC hat in etwa 2,1 Millionen Mitglieder, das ist ziemlich genau ein Viertel der Gesamtbevölkerung Österreichs. Das wird nur in etwa gleich getroffen. Ich glaube, wir haben quotenmäßig sogar etwas überholt vom ADAC in Deutschland, der bei etwa 80 Millionen, etwa von ja, auch etwa 20 Millionen Mitgliedern ausgeht. Bei uns ist aber aus Gott weiß welchen Gründen noch immer ein spürbares Wachstum zu vermelden. Und das sind nur die direkten Mitglieder. Da kommen dann natürlich noch die Familienmitglieder, die geschützt sind, dazu. Das heißt, also der ÖMTC hat eine gewisse gesellschaftliche Potenz, die weit über die zumindest quantitative Bedeutung des österreichischen Gewerkschaftsbunds und anderer hinausgeht. Das soll jetzt nichts bedeuten. Wir haben nicht vor, uns parteipolitisch oder so irgendwas zu betätigen. Wir wissen ganz genau, wann wir wollten, könnten wir heute die Bundesregierung übernehmen. Ist aber nicht unsere Zielsetzung. Zur Relevanz natürlich auch jetzt von innerhalb des internationalen Dachverbandes, beziehungsweise auch dazu, welche Bedeutung dann diese Umfragen für uns haben. Und da wurden ein paar Fahrzeuge untersucht und herausgearbeitet, was etwa ein Mercedes B-Klasse, kein besonders hochgezüchtetes Fahrzeug, aber was es auch schon immerhin übermittelt, also Positions- und Statusdaten, gut Straffungs-, also Ereignisse jedenfalls, die in irgendeiner Form jetzt als außergewöhnliche auf außergewöhnliche Fahrmanöver zurückschließen lassen. Dann natürlich auch technische Mängel oder Fehlermeldungen und dergleichen, die völlig natürlich auch schnell übermittelt werden sollten. Und also Dinge, wie lange ist welches Licht eingeschaltet gewesen, um irgendwelche Rückschlüsse jetzt darauf zu ziehen, unter welchen Bedingungen heute das Fahrzeug in Betrieb war. Warum die letzten 100 Lade- und Entladezyklen der Starterbatterie mitgezählt wurden, habe ich unsere Techniker gefragt, war uns nicht klar. Aber es zeigt jedenfalls, was man alles an Daten eigentlich jetzt schon hin und her schickt und die letzten Endes zumindest dann mit dem Hersteller irgendwelche Rückschlüsse auf seine Produkte zulassen. Das ist auch das große Argument etwa von BMW, die sagen, ist ganz klar, dass wir die Herrschaft über die Daten beanspruchen, die aus unseren Fahrzeugen ausgesendet werden, weil wir sie brauchen, um unsere Produkte und damit unsere Kunden sicherer im Straßenverkehr, sicherer und damit auch Pannen unempfindlicher und dergleichen im Straßenverkehr teilnehmen zu lassen, ist wahrscheinlich alles richtig. Nur gerade wenn man sich dann anschaut, GPS-Positionen und dergleichen, sind also mitunter schon Informationen, die auch Rückschlüsse auf persönliche Gepflogenheiten und Vorlieben zulassen. Beim Renault Zoe war ganz eine lustige Qualifizierung, dass bei irgendwelchen, sagen wir mal, Abweichungen von der Norm es theoretisch möglich gewesen wäre, das Elektrofahrzeug, die Batterie zu unterbinden. Von die Batterie der Zoe ist ja gemietet, oder? Ich glaube, ja. Mittlerweile gibt es zu Beginn gab es, glaube ich, nur jetzt mit Variante. Ja. Kann das kaufen oder. Okay, super. Das ist gleich ein Beispiel dafür, wenn Ihnen was auffällt oder Sie da auch meinen Informationsfluss ergänzen wollen und können, tun Sie das bitte. Stört mich nicht, wenn Sie gerade so wie das jetzt war, einfach ergänzend dazu sagen, weil das jedem, glaube ich, einen Input liefert und insbesondere auch mir. Ich würde kurz wiederholen, dass man es da aufmacht. Was? Die Geschichte mit der Batterie. Ja, okay.
Also es ist offensichtlich so, dass bei diesem Elektrofahrzeug entweder Kauf- oder Mietoptionen gibt für diese Batterie und dass es möglich ist, auch bei Verstößen gegen was auch immer, etwa die Aufladung der Antriebsbatterie zu unterbinden und damit die Mobilität des Fahrzeuges zu beeinträchtigen. Ja, und verschiedene Informationen, die beim Renault halt maximal alle 30 Minuten, bei Tesla wissen wir es, dass das fast schon online dauernd geht. Also der übermittelt, ich weiß jetzt nicht, in einer Stunde 2 Gigabyte oder so. 10 Gigabyte pro Stunde werden 10 Gigabyte schon inzwischen. Fahrzeug produziert. Ja. Also das sind natürlich Massen von Informationen, die klarerweise auch irgendwo dann in irgendeiner Form verwertet werden. Mit welchen Konsequenzen auch immer. Also ich will da jetzt nicht eine Verschwörung der Industrie gegen die Kunden oder sonst irgendwas behaupten, sondern einfach nur Fakten, die festgestellt worden sind, präsentieren, die schon immerhin jetzt 2 Jahre alt sind. Also davon ist auszugehen, dass das natürlich exponentiell wachsen wird, wie die Industrie mit ihren Kunden entsprechend sich arrangiert, unter Anführungszeichen. Dass auch diese Kommunikationen dann auch ferngesteuert erweitert werden können, war auch eben bei Renault eine recht typische Wahrnehmung. Ja, BMW erhebt also ganz stark auch technische Daten, auch wieder Indikatoren für allerhand Dinge, die etwa auf besondere Aggressionsneigung des Lenkers vielleicht Rückschlüsse zulassen, auf sportliches Verhalten, auf Einsatz des Fahrzeuges unter ungünstigen Sichtverhältnissen, was immer. Oder eben auch so Dinge wie, wie oft wurde irgendein elektronisches Medium benutzt, um Rückschlüsse auf die Ablenkung während der Fahrt zuzulassen. Bei dieser Übersicht ist mir etwas heute in die Hände gefallen. Eine Versicherung, die ich jetzt nicht beim Namen nennen brauche, hat eben jetzt als großes Produkt angekündigt. Sie wird also Rabatte insbesondere für Jugendliche geben, die sich verpflichten, auf das Benutzen des Mobiltelefons während der Fahrt zu verzichten. Sie sehen schon, das sind natürlich genau diese Informationen und auch sonstige Fahrzyklen und so weiter. Also wer sich besonders eifrig an die Beschränkungen hält und riskante Fahrmanöver, etwa auch aggressive Beschleunigungen und so weiter, nicht oder starke Bremsungen vermeidet, der wird eben dann mit einer günstigeren Haftpflichtversicherungsprämie unter Anführungszeichen belohnt, was ja im Grunde genommen auch richtig ist, weil der oder diejenige stellt wahrscheinlich tatsächlich ein geringeres Unfallrisiko dar. Nur aus dem Umstand, dass niemand stark bremst, wird man auch nicht unbedingt ableiten können, dass er ein guter Fahrer ist. Vielleicht hätte die Bremsung doch auch durchaus einen Sinn gehabt. Also nur kurz, das mag ja ein möglicher Ansatz sein. Aber ich glaube, für einige Leute das Handy als Navi verwenden. Ja, gut, ersparen Sie meine Bemerkung jetzt über das Handyverbot auch in seinen diversen novellierten Fassungen. Das war von vornherein eine mehr oder minder gesetzgeberische Huruk-Aktion, ein Phänomen, das in der Praxis sich gezeigt hat, mit einer speziellen Bestimmung vermeiden zu wollen. Ja. Viel gescheiter wäre gewesen, ganz allgemein zu sagen, ablenkende Tätigkeiten während der Fahrt sind zu unterlassen. Dazu gehört etwa auch das Bedienen eines Mobiltelefons. Aber nur das, immer dann weiter auszudehnen und dann ist man drauf gekommen, die Gesetzesbestimmung deckt eigentlich nicht die Strafe wegen SMS schicken und sie deckt wieder nicht, wenn man das Mobiltelefon nur anschaut und ohne zu telefonieren. Also da hat man dann genau gesehen, wie der Gesetzgeber dann sich gezwungen gesehen hat, nachzujustieren, mit der Folge, je detaillierter oder je präziser Gesetzesbestimmungen werden, umso größer, das ist ein rein naturwissenschaftliches Gesetz, umso größer werden die Lücken dazwischen und zumindest häufiger. Das heißt, alles, was heute irgendwo in einer Bestimmung steht und sehr präzise irgendein Verhalten unter Sanktion stellt, muss damit leben, dass es dann eben Dinge gibt, die genau nicht runterfallen. Und der große Verbündete dieser Chaos-Theorie ist die Europäische Menschenrechtskonvention, die eben verbietet, dass strafrechtliche Analogien ausgesprochen werden, wo man sagt, das ist eh ungefähr genauso schlimm wie das andere. Na eben nicht, ist strengstens verboten. Es muss ein Gesetz nur dann zum Tragen, also es darf nur dann zum Tragen kommen, wenn es konkret ein Verhalten beschreibt. Aber je präziser es ist, umso mehr riskiert es eben, den Graubereich dazwischen nicht zu treffen. Soweit eine kurze rechtsphilosophische Anmerkung. Noch ein Auto, das getestet wurde, auch hier BMW i3, also auch wieder ein Elektrofahrzeug.
hat schon durchaus mehr ökologische Aspekte im Auge. Auch hier die Frage etwa, wie weit hat jemand wirklich die Kompetenz oder die Qualität des Fahrzeuges mit dem E-Antrieb genutzt oder hat er vielleicht doch eher sie quasi mit dem Range Extender konventionell bewegt. Auch die Frage der Ladezyklen und dergleichen geht in die gleiche Richtung. Bevor ich jetzt auf eine Umfrage zurückkomme, die wir durchgeführt haben, möchte ich noch eine kleine Anekdote erzählen. Wenn sie nicht wahr ist, ist sie wenigstens halbwegs gut erfunden. Ein Hersteller, der bis jetzt nicht vorgekommen ist, ich darf ihn auch beim Namen nennen, ist Volvo gewesen. Jemand fährt also angeblich in den Niederlanden. Ich glaube, es waren 4 Personen im Fahrzeug, die Zahl brauchen sie sich nicht merken, aber es war mehr als einer. Und offenkundig durch irgendwelche zackigen Lenkbewegungen und Rückschlüsse auf das unruhige Fahrverhalten hat das System gemeint, der Lenker könnte unter Umständen müde sein. Hat ihn also darauf aufmerksam gemacht, Herrn Cézanne, ein bisschen miert. Was war mit einem Kaffee, also das Ganze auf Holländisch natürlich. Und hat auch schon mitgeteilt, dass bei der nächsten Raststätte also bereits eine entsprechende Vorkehrung getroffen wurde. Man lädt ihn also ein und nur dazu gibt es den Kaffee auf Kosten von Volvo Assistance. Also was ist nicht schöner und feiner, als das Angebot in Anspruch zu nehmen und bei der nächsten Raststätte dann entsprechend abzubiegen. Na klar, die 3-4 minus Lenker, Beifahrer, haben natürlich jetzt nicht einfach nur zuschauen können, sondern haben diese Gelegenheit auch genutzt, um entsprechend sich auch eine Konsumation zu gönnen. Aber immerhin, der Fahrer hatte also einen Gratis-Kaffee. Einige Wochen später fühlt er sich selbst, fuhr allerdings dann woanders, fühlt er sich wieder etwas müde, führt also seinerseits dann diese ominösen, zackigen Lenkbewegungen durch und es kommt auch tatsächlich wieder die Meldung, Herrn Cézanne miert und so weiter, wollen Sie dann Kaffee trinken? Aber kein Hinweis auf einen Gratis-Kaffee und er denkt sich dann nur, was ist diesmal anders als damals? Na ganz klar, er war allein im Auto, daher die Umwegrentabilität über die Kaufkraft der mitfahrenden Personen nicht gegeben, daher auch keine Rente. Also wie gesagt, wenn nicht wahr, dann wenigstens gut erfunden. Zeigt aber immerhin natürlich schon, also wenn man es jetzt auf die technischen Gegebenheiten wieder herunterbricht, was das Fahrzeug misst, wissen wir eh alle. Also dass in jedem Fahrzeug auch auf den Rücksitzen Indikatoren sind, ob jemand dort sitzt oder nicht, die natürlich auch schreien, wenn er schwerere Kisten dort liegt und man sollte auch die Kiste anschnallen, ja. Aber zumindest diese Informationen sind natürlich alle da und auch der Umstand, wie das Fahrzeug gelenkt wird, wird ständig mitgemessen. Es geht nur mehr darum, wer macht dann was daraus. Und aus dem heraus ergab sich eben dieses Programm auch My Car, My Data, also meine Daten, die mein Fahrzeug generiert, sollen auch tatsächlich in meiner entsprechenden Verfügungsgewalt sein. So her dieses Ziel natürlich klingt, faktisch umsetzbar ist es nicht. Ne? Weil nur zu sagen, Daten gehören mir und daher hat sie sonst niemand, ist schon im Hinblick darauf, dass man Daten problemlos kopieren kann, nicht so sicherzustellen wie bei der faktischen Innehabung einer körperlichen Sache, wie es im alten Rom ganz klar ist, wenn ich das habe, dann hat sonst keiner. Das ist eben bei Daten so nicht der Fall. Aber ich möchte zumindest eine Art von Verfügungsgewalt darüber haben, wer mit welchen Daten was anfängt. Und genau vor dem Hintergrund haben wir uns dann die öffentliche Meinung dazu angeschaut. Kurzer Sideletter, Sie sehen hier unten das Stichwort Ampuls. Wir haben etwa seit 2014/15 ein Online-Meinungsforschungsprogramm im Laufen, das auf eine mittlerweile recht respektable Zahl von Mitgliedern zugreift, die sich also bereit erklären, gegen die potenzielle Möglichkeit, irgendeinen Preis dann zu gewinnen, an diesen Meinungsbefragungen teilzunehmen. Und wir haben immer wieder auch parallel repräsentative Meinungsumfragen über Meinungsforschungsinstitute und stellen eine sehr gute Übereinstimmung zwischen diesem sicherlich zufällig etwas fokussierten Spektrum an Personen und dem repräsentativen öffentlichen Rahmen da fest, aber es ist also bis auf 1-2% meistens also wirklich ein signifikanter Gleichgang, sodass man auch diese Ampulsumfragen durchaus schon als repräsentativ ansehen kann. Und da zeigt sich halt, dass die
Meinung, die Fahrzeugdaten gehören mir doch also bei 3/4 der Bevölkerung oder zumindest der Befragten hier verankert ist und große Skepsis besteht, diese Daten jemandem anderen zu geben. Besonders schlecht stehen diesbezüglich jetzt also zum Beispiel Mobilfunk- oder App-Anbieter da. Bei den Fahrzeugherstellern akzeptiert es immerhin nur ein Drittel, dass dem diese Fahrzeugdaten mehr oder minder zur Verfügung stehen sollen. Eben auch vor dem Hintergrund natürlich, dass man sagt, das verbessert die Qualität. Dann war die Frage, wie möchten Sie damit vorgehen, wer soll wann welche Daten bekommen? Und naturgemäß nicht wirklich überraschend die Einschätzung, dass etwa 2/3 selber bestimmen wollten, wer diese Daten bekommt, und zwar in jedem Einzelfall, also Globalübertragungen kommen nicht gut an. Das Gleiche im Anlassfall natürlich nach Möglichkeit und klarerweise auch immer differenziert, also es kommt dann darauf an, wann wem welche Daten gegeben werden sollen. Das ist auch natürlich die nicht wahnsinnig überraschende Erklärung dafür, warum wir als Kraftfahrerorganisation, die nicht unbedeutend im Bereich der Bahnenhilfe unterwegs ist, uns mit diesen Dingen beschäftigen, weil es uns einfach naturgemäß auch ein Anliegen ist, sowohl unsere Kerntätigkeit Bahnenhilfe nicht zu verlernen im wahrsten Sinne des Wortes, und andererseits auch, gerade bei Reparaturen, sowas wie eine Second Opinion liefern zu können. Also wenn jetzt das Fahrzeug irgendwelche Fehlermeldungen hat und schreit, es muss unbedingt dieses oder jenes repariert werden, vertrauen die Mitglieder uns, und das sollen sie auch künftig tun können, dass wir ihnen sagen, ist das wirklich so, oder unter Anführungszeichen, wie lange habe ich denn noch Zeit? Und das bestätigen eigentlich auch diese Umfragen. Ja, ich möchte dann nur kurz noch die, kann man eigentlich überspringen. Ich stelle Ihnen auf jeden Fall gerne die Präsentation zur Verfügung, und für Nachfragen kann man auch dann, wenn es wirklich jemand noch im Detail braucht, kann man natürlich auch diese Untersuchung noch im Detail nachfragen. Im Wesentlichen geht diese Datenzugriffsgeschichte auf die Typengenehmigungsrichtlinie zurück, die jetzt nicht unmittelbar mit dem E-Call zusammenhängt, aber die Voraussetzung dafür schafft, welche Daten vom Hersteller wem zur Verfügung gestellt werden müssen. Und da gab es in den letzten Jahren eben recht intensive politische Diskussionen, wo insbesondere auch der Parlamentsabgeordnete Karas sich also sehr ambitioniert eingesetzt hat und auch sehr gerne auf Unterlagen und Informationsmaterial des WMTC zurückgegriffen hat, der eben gesagt hat, dass ein unabhängiger Marktteilnehmer die Chance haben soll, entsprechend seine Dienstleistungen dadurch zu erbringen, dass er nicht nur so wie bisher über eine Steckerschnittstelle, die ja auch lange erkämpft werden musste, das war auch nicht selbstverständlich, irgendwo zur Jahrtausendwende war die große Frage des OPD, der Onboard-Diagnose, und das ist jetzt quasi die zweite Generation, dass eben nicht bloß über physischen Stecker, sondern auch über eine Luftschnittstelle Daten übermittelt werden, die es eben auch erlauben sollen, nicht nur, wenn das Fahrzeug in einer Werkstätte steht oder unter Dach und Fach ist und angesteckt werden kann, sondern eben sehr wohl auch schon online entsprechende Ferndiagnosen auch möglich sind. Das dient der Umsetzung der Gruppenfreistellungsverordnung, hier als GVO abgekürzt, die eben die Zielsetzung hat, dass die Fahrzeugindustrie und die vertikalen Vertriebssysteme nach Möglichkeit trotzdem Mitbewerber und auch insbesondere markenfreie Werkstätten am Geschäft teilhaben lassen müssen. Das ist im Prinzip bei der GVO sehr stark in die Hardware gegangen und geht jetzt bei der Type Approval Directive in die Richtung auch der entsprechenden Softwarevoraussetzungen. Daher fordert der MTC, dass der Halter und Lenker, je nachdem, das ist natürlich auch nicht immer dasselbe, der Halter kann unter Umständen Ihr Arbeitgeber sein, der hat möglicherweise bei manchen Dingen ganz andere Interessen als Sie als Lenker. Also man muss sich das dann auch überlegen. Oder umgekehrt, Sie sind Fahrzeughalter und verborgen das Fahrzeug an irgendwelche Personen. Haben es vielleicht wieder Ihrerseits Interesse daran, dass Sie wissen, was der tut. Aber wie auch immer, jeder, der in irgendeiner Form eine unmittelbare Herrschaft über das Fahrzeug hat, soll auch die Entscheidungskompetenz erhalten oder behalten, was mit diesem Fahrzeug, von wem, mit welchem Zweck
ausgelesen wird und was mit diesen Daten in weiterer Folge passiert. Das sind im Prinzip ja auch Grundgedanken, die die jetzt mit Mai, 25. Mai in Kraft tretende Datenschutzgrundverordnung verlangt, dass eben auch Datenmitnahme, das Recht auf Vergessenwerden und diese Dinge da berücksichtigt werden. Also das spiegelt sich bei diesen Gedanken auch im Wesentlichen wider. Ja, wie gesagt, die freie Werkstattwahl soll dadurch gewährleistet werden. Und die große Frage ist natürlich auch von Ihnen, Ingenieur, vorhin angesprochen, ein Fahrzeug kann sehr wohl zu meiner eigenen Belastung beitragen. Wir haben das auch natürlich bei der Frage der jetzt nicht im Detail hier angesprochenen Dashcam-Nutzung. War vor einigen Jahren ein interessanter Fall. Ein Radfahrer in Deutschland hat gemeint, dass er mit einer Dashcam-Aufnahme, die er selber erstellt hat, könne er den schuldtragenden Autofahrer jetzt belasten. Und im Zuge des Verfahrens hat sich dann herausgestellt, uiui, falsch, der Radfahrer war selber schuld an dem Vorfall. Also da hat er auch dann quasi das Ding, ohne dass es beabsichtigt war, Daten geliefert. Ist aber nicht wirklich überraschend und kann man nicht in dieser Allgemeinheit jetzt bezweifeln und kritisieren. Es wird sicherlich so sein, und das spielt sich ja schon jetzt in vielen Bereichen ab, wenn es der Wahrheitsfindung dient, kann es auch dazu führen, dass es mir selber auf den Kopf fällt. Etwa, wenn sich herausstellt, dass elektronische Protokolle erkennen lassen, dass Wartungsintervalle nicht ausreichend wahrgenommen worden sind oder irgendwelche, ich habe unlängst einen Fall gehabt, wo jemand gegen den Fahrzeughersteller vorgehen wollte, weil irgendwas nicht funktioniert hat, im Zuge, glaube ich, der VW-Thematik. Und dann wurden die Daten ausgelesen und wurde also herausgearbeitet, dass irgendwann vor 4-5 Jahren mehr oder minder offensichtlich ein illegales Tuning an dem Fahrzeug vorgenommen wurde, das zwar inzwischen wieder rückgebaut war, aber in der Registry irgendwelche Spuren davon erkennbar waren, was auf den Fortbestand von Garantieleistungen nicht unbedingt förderlich war. Ja, so kann es gehen. Nicht? Aber das ist im Prinzip natürlich, warum soll die Allgemeinheit irgendwelche Kosten dann übernehmen, wenn ein Einzelner glaubt, er kann tricksen. Ja. So, klar, Datenschutz ist natürlich das zentrale Interesse, mit dem wir uns ständig beschäftigen. Und daher soll möglichst nicht, wenn schon technische Daten aus dem Fahrzeug ausgelesen werden, um die technische Weiterentwicklung und Betriebssicherheit und so weiter zu fördern, sollten halt keine Rückschlüsse auf individuelle Personen möglich sein. Der aktuelle Text dieses Artikels 65 der Type Approval Regulation, den brauchen Sie weder auswendig lernen noch Sie merken, aber der geht jetzt im Prinzip in die Richtung, dass unabhängige Betreiber, wie es am letzten Satz jetzt steht, und dieser wurde im Wesentlichen eingefügt, müssen Zugang zu den Ferndiagnosesystemen haben, die von den Herstellern und autorisierten Händlern in den Reparaturbetrieben verwendet werden. Also damit ist zumindest die Tür für den freien Wettbewerb jetzt hinsichtlich des Auslesens dieser Daten gewährleistet, aber es war ein langer, auch politischer Kampf. So, das ist jetzt lustig. Gut, der ganze Text ist jedenfalls so gemeint, dass diese Datenübertragung aus dem Auto enorme Chancen bietet, nämlich insbesondere auch im Hinblick auf die Sicherheit, auf die Weiterentwicklung, auch auf die Umweltverträglichkeit von Fahrzeugen, etwa auch auf die Frage der Verbesserung von Infrastruktur, auf die bessere Information der Fahrzeug- oder Verkehrsteilnehmer untereinander, überhaupt keine Frage. Aber natürlich, das gläserne Fahrzeug haben wir damit trotz allem. Es wird uns nicht erspart bleiben, bei der Datenvorsicht, die wir alle, glaube ich, Sie wahrscheinlich, so wie ich eher vorsichtig, aber doch die große Allgemeinheit sehr großzügig mit Sicherheit auch im Zusammenhang mit PCs, Handys und dergleichen umgeht, mache ich mir keine Illusionen, dass die Bereitschaft oder das Interesse an der Sicherheit von Fahrzeugdaten wesentlich höher sein wird. Das heißt, das gläserne Auto haben wir de facto, alleine dadurch, dass es die Möglichkeit gibt, macht sich ja wahrscheinlich inzwischen schon jemand noch viel mehr verdächtig, wenn er alle möglichen Maßnahmen setzt, um ja nicht irgendwo identifiziert zu werden, weil da das System dann sagt, Moment, der muss offensichtlich was zu verbergen haben, wenn er da nicht mitspielt. So, damit danke ich Ihnen einmal für die Aufmerksamkeit, möchte aber jetzt noch nicht übergeben zur Diskussion, sondern noch ein kleines Video anschließen, das im Prinzip das, was ich Ihnen jetzt erzählt habe, zusammenfasst, aber in einer grafisch aufbereiteten Form und eben von der FIA erstellt worden ist. Zugang zu Daten im Auto, ja. Ihr Auto als Datenquelle, Kommunikations- und Datenaustausch.
Das sind zwei wesentliche Säulen für die Mobilität der Zukunft. Dieses Video zeigt, wie Ihr Auto sich mit der Außenwelt austauscht, heute schon und in Zukunft noch viel intensiver. Die Situation heute: Wenn Sie beim Autofahren eine Panne haben, rufen Sie Ihren Mobilitätsclub oder Ihre Werkstatt an. Die Informationen, die Ihr Auto bereits heute elektronisch speichert, werden ausgelesen. Ihr Auto wird repariert. Die Situation in der Zukunft: Bald wird es möglich sein, in Echtzeit nicht nur Verkehrsinformationen ins Auto zu bekommen, sondern auch Daten über den Fahrzeugzustand permanent aus dem Auto zu senden. Mögliche Pannen können bereits im Vorfeld erkannt und somit Reparaturen rechtzeitig durchgeführt werden. Derzeit entwickeln Autohersteller Technologien, um eine ganze Reihe von Fahrzeuginformationen aufzuzeichnen und per Funk zu übertragen. Die Hersteller kontrollieren diesen Datenaustausch und vergeben Service- und Reparaturarbeiten gezielt an ausgewählte Vertragswerkstätten. Die Problemstellung: Wenn Sie ein Auto kaufen, stimmen Sie mit der Unterzeichnung des Vertrages oft gleichzeitig der Übertragung Ihrer Fahrzeugdaten an den Hersteller zu. Das hat zur Folge, dass viele Autobesitzer nicht wissen, welche Fahrzeugdaten wann gesendet werden und wie diese genutzt werden. Möglicherweise können Sie Ihre Zustimmung zur Übertragung von Fahrzeugdaten nicht einmal zurückziehen, wenn der Hersteller den Umfang der übertragenen Daten einseitig ändert. Denn eine Rücknahme der Zustimmung könnte auch den Verlust erwünschter Dienstleistungen des Herstellers zur Folge haben. Sie würden also gezwungen sein, Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen, die Sie gar nicht benötigen. Ihre Kosten könnten somit unnötig hoch ausfallen. Die Verwaltung der Daten: Den direkten Zugang zu Ihren Fahrzeugdaten haben ausschließlich die Autohersteller. Sollten Dritte, also zum Beispiel Mobilitätsclubs oder freie Werkstätten, diese Daten beziehen wollen, müssen Sie den Hersteller bezahlen, um Zugang zu diesen Informationen zu bekommen. Ansonsten sind Sie nicht mehr konkurrenzfähig. Damit kann das Recht des Konsumenten auf freie Werkstattwahl vom Hersteller nach Belieben unterlaufen werden. Die Forderungen der FIA: Für 2 Jahre alt und inzwischen ist eben diese Umsetzung. Die Kontrolle über Ihre Fahrzeugdaten behalten, fordern die FIA und der ÖMTC zum Schutz der Konsumenten. Erstens muss der Gesetzgeber dafür Sorge tragen, dass Sie als Fahrzeugbesitzer vorab über den Zugriff auf Ihre Fahrzeugdaten Bescheid wissen. Fahrzeugbesitzer müssen so lange Eigentümer dieser Daten bleiben und die Kontrolle über diese haben, solange sie Besitzer des übermittelnden Fahrzeuges sind. Zweitens müssen Fahrzeugbesitzer das Recht haben, ihren Dienstleister selbst zu wählen oder diesen wechseln zu können, damit sie Leistungen auf ihre Bedürfnisse abstimmen können. Und drittens müssen Fahrzeugbesitzer frei zwischen Fachwerkstätten, freien Werkstätten oder anderen Serviceanbietern wählen können. Ihr gewünschter Dienstleister soll Ihre Fahrzeugdaten über eine offene und sichere Telematikplattform beziehen können. Eines steht jedenfalls fest: Der Ansturm auf den Zugriff auf Ihre Fahrzeugdaten hat bereits begonnen. Daher muss sichergestellt werden, dass die Verbraucher verstehen, welche Daten weitergegeben werden und wie diese genutzt werden, dass es die Möglichkeit gibt, unter bewährten Dienstleistern zu wählen und dass es offene, standardisierte und sichere Datenplattformen gibt, die für jeglichen Serviceanbieter zugänglich sind. Autofahrer haben das Recht, selbstständig über ihre Fahrzeugdaten zu bestimmen und damit die Sicherheit und ihr Fahrerlebnis zu verbessern. So. Darf ich antworten lassen, was Sie jetzt gerade gesagt haben, also diese, wo Sie gesagt haben, das ist 2 Jahre alt, können Sie das noch ausführen? Nein, dieses Video etwa, ja, stammte aus der Zeit, wo, also das wurde zu Lobbyingzwecken erstellt, um eben insbesondere Parlamentariern oder anderen Interessenvertretungen vor Augen zu führen, welche Gefahren drohen könnten, wenn hier den Interessen der Industrie, die evident waren und auch diese am Anfang dargestellten Untersuchungen von realen Abläufen in Fahrzeugen haben eben auch diesem Zweck gedient, herauszuarbeiten, da läuft schon viel, und wenn das nicht quasi ein bisschen auch von der
hoheitlichen Seite der europäischen Gesetzgebung, weil auf nationaler Ebene kann ich ja nichts machen. Ich kann als österreichische Gesetzgeber nicht in Typengenehmigungen, die EU-weit gelten, eingreifen. Also wenn, dann kann es ja nur auf europäischer Ebene zumindest passieren. Und wenn das nicht erfolgt, dann ist eben genau dem Tür und Tor geöffnet, dass quasi meine eigene Entscheidungsgewalt derartig erodiert wird, dass sie nichts mehr wert ist. Und daher war das, und das ist vielleicht jetzt ein gutes Beispiel auch dafür, wie eben Lobbying quasi auf der politischen und medialen Ebene gleichzeitig passiert, dass es eben tatsächlich gelungen ist, zumindest einmal die relevanten Verbraucherverbände und dergleichen, wobei Datenschutz und Datennutzung ja nicht jetzt nur im Bereich des Kfz relevant ist, das hat sich ja bei Haushaltsgeräten und bei verschiedenen elektronischen Anwendungen sehr wohl auch als Problem gezeigt. Aber beim Auto ist es etwas Neues für die Konsumenten als Massenphänomen. Es gibt viele, die haben ein Auto, aber sonst keine EDV-Anbindung. Für die war das jetzt einmal ein Notruf. Vorsicht! Und noch dazu in Verbindung mit dem E-Call, quasi das damit verpacken wir jetzt auf der logistischen Ebene. Wir können leider nicht anders, wir müssen das. Und bevor wir dieses billige Krankenkassenzeug einbauen, haben wir ihnen gleich was Vernünftiges eingebaut. Können sie sich keinen Opel leisten, ist der Klassiker, der zwar jetzt wirtschaftlich, glaube ich, dem Unternehmer nicht wahnsinnig viel gebraucht hat, aber das typische Zeichen schaut, was das alles kann. Ja, aber natürlich um den Preis, dass dann meine Privatsphäre halt noch mehr als schon bisher ins Wanken kommt. Aber ja. Nachfrage, das ist jetzt noch nicht gesetzlich geregelt. Es ist mit dem Artikel 65, den ich Ihnen gezeigt habe, ich habe ihn aber nur in der authentischen englischen Version. Das Deutsche ist dann eine Übersetzung gewesen, die wir auf Basis von bisherigen Übersetzungen und aus eben dem Text übernommen haben, der schon sagt, das ist, und dieser Text ist schon, ich weiß nicht, ob er schon kundgemacht ist, aber ist zumindest in einer derzeitigen finalen Version, also nach dem Trilogverfahren jedenfalls. Okay, da habe ich gerade kurz wahrscheinlich geschrieben und nicht aufgenommen. Ach. Artikel 65 von der Type Approval Directive, also der Typengenehmigungsrichtlinie. Ja. Es gibt in Österreich immer noch Gärten, vielleicht nicht sehr viele, aber doch, wo es keine Mobilfunkempfang gibt. Wenn das so ist, und man hält sich in so einer Gegend auf, dann ist das ganze E-Call-System nicht funktionsfähig, klarerweise. Haben die Mobilfunkbetreiber eine Motivation auszubauen oder wird ihnen das aufs Auge gedrückt, dass sie das tun müssen im Zusammenhang mit dem E-Call? Also ich kann jetzt über die Ausbauqualität der Netze nichts sagen, aber vielleicht haben Sie da mehr Einblick. Ich habe nur mitbekommen, dass die Funktionalität auch dort noch gegeben ist, wo normale Telefonnutzungen oder Datenanbindungen schon aufgrund der geringen Feldstärke scheitern. Aber ob und wie weit das wirklich stimmt. Kann man sich vorstellen, wenn 112 funktioniert, muss eine Gesprächsverbindung möglich sein. Gut, vielleicht haben Sie da nähere Informationen, aber ich glaube, die Gebiete, wo es nicht funktioniert, sind jetzt nicht die, wo. Gut, dort braucht man es, weil kaum einer wieder vorbeikommt und dann feststellt, das war ein Unfall. Auf der anderen Seite, die quantitative Bedeutung wird nicht so im Vordergrund stehen, aber Sie haben natürlich völlig recht, es ist das auch ein Trigger gewesen, um auch der Mobilfunkindustrie ein bisschen Signale zu geben, dass das erwartet wird, dass das funktionieren würde. Darf ich dazu was ergänzen? Ich weiß nur, dass es immer heißt, wenn man im Gebirge zum Beispiel unterwegs ist, wo es nicht unbedingt ein Netz gibt, und einen Notruf absetzen will, dass man sehr wohl das Handy ausschalten, wieder einschalten kann und den Notruf absetzen und obwohl ein schwaches oder kaum ein Signal ist, wird die Position übertragen. Offenbar reicht das. Also das macht ja das Auto auch nichts anderes. Aber natürlich eine Sprechverbindung vielleicht nicht, ja. Aber ein Notruf ist eine Position vermutet. Ich glaube, da muss ich nur hinweisen, es ist natürlich schon so, dass durch diese E-Call-Regelung ein technischer Mindeststandard für diese Kommunikation einmal festgelegt worden ist. Und auch die High-Level-Kommunikationssysteme gehen irgendwann einmal auch auf diese Minimalebene zurück. Und auch das Kommunikationssystem, wo auf der einen Seite eine zentrale Leitstelle im Innenministerium da ist und optional eine Leitstelle eines Providers, Fahrzeughersteller, was auch immer, die sind natürlich auch mit dieser Leitstelle des Innenministeriums insofern vernetzt,
als zumindest diese Basisinformationen sehr wohl auch dorthin gehen müssen. Also es ist keine Parallelwelt, die da für sich alleine steht, sondern es ist eine ergänzte Parallelwelt, die aber natürlich, wenn sie funktioniert, nicht auf diesen staatlichen Apparat unmittelbar zurückgreifen muss. Aber wenn es dann darum geht, natürlich die Rettungskette etwa in Betrieb, in Gang zu setzen, gibt es ja auch von den Bundesländern festgelegte Landesleitstellen, die etwa dann auch alleine befugt sind, zu unserem Bereich jetzt zu erwähnen, einen Notarzt-Hubschrauber zu schicken. Den kann ich ja nicht anrufen, auch nicht als BMW Europa kann ich den Hubschrauber verständigen, sondern das geht nur, wenn die Landesleitstelle aufgrund wieder der vorhandenen Informationen sagt, da brauchen wir jetzt den Hubschrauber. Den kann ich nicht privat bestellen. Also insofern ist natürlich auch der Aktionsradius dieser Parallelwelten für diese Notfallsysteme relativ unbedeutend. Aber ich glaube, die Antwort auf die Frage konnten wir beide Ihnen schon geben, dass natürlich das als Einstiegspforte für ganz andere Services, die überhaupt nichts mit einem Notfall zu tun haben, genutzt worden ist. Beziehungsweise war halt einfach die Zeit reif dazu und es hat halt quasi jemand gefunden, okay, wenn wir es schon machen, dann machen wir halt quasi eine gesetzliche Mindestvorgabe auch für den Krankenkassen-E-Call, aber in Wahrheit rennt bei uns eher eine andere Welt. Also das möchte ich nicht ausschließen. Also ich meine, wenn man das kurz reichen, wir beschäftigen uns mit Telematik. Sie haben eine Versicherung erwähnt, die uns wahrscheinlich nicht ganz unbekannt ist, weil wir für Sie als Dienstleister agieren. Mhm. Und ich meine, dass auch der ÖMTC in der Gesamtkette mit einer Tochtergesellschaft eine Rolle spielt, was die Einsatzzentrale betrifft. Also das heißt, diese Services gibt es ja alle. Und ich möchte schon auch darauf hinweisen, dass mit den Daten, die da aufgenommen werden, also dass erstens einmal jeder wirklich einwilligt individuell in die Datenverarbeitung, dass es eine ganz klare Trennung zwischen dem Dienstleister und dem Versicherer in dem Kontext und dass natürlich nur die Daten übertragen werden, die auch zu Exist, also zu der ÖMTC-Tochter, wenn es um das Thema Einsatzzentrale im automatischen Informierungsfall geht, die relevant sind für diese spezielle Situation. Also es geht nicht darum, dass da jetzt irgendwie großartig Daten überall herumgeschickt werden. Im Übrigen gehören aus unserer Perspektive, spreche ich jetzt auch ein Stück weit für unseren Kunden Omega, gehören die Daten demjenigen, der den Dienst oder diese Service gebucht hat. Sprich, es werden im Unfall auch wirklich genauere Daten analysiert durch die verbauten Einheiten. Kurz nach dem Unfall sind die Informationen sehr genau und man kann daraus einen elektronischen Unfallbericht ableiten, der aber de facto wirklich dem Versicherungsnehmer gehört. Der hat die freie Entscheidung, ob er das jetzt seiner Versicherung, in dem Fall jetzt der Mittel, zur Verfügung stellt oder nicht. Wenn er es zur Verfügung stellt, kann möglicherweise auch was rauskommen, was ihm nicht gefällt, das ist schon richtig. Ja. Aber es ist definitiv in der Hoheit des Versicherungsnehmers, diese Unfallberichte freizugeben. Ich bin sehr dankbar für dieses Beispiel oder dieses konkretisierende Beispiel im Bereich der Notfallversorgung. Da sind wir natürlich jetzt bei der positiven Folge der Vernetzung, dass eben, wie Sie jetzt sagen, dort, wo die Qualität auch der Netzverbindung stimmt, mehr als der bloße Standort damit auch zur Verfügung steht, um natürlich auch beurteilen zu können, worum geht es da. Das ist aber jetzt natürlich jetzt nur die positive und vielleicht nicht so spektakuläre Folge, aber durchaus bedeutend jetzt auch für die Frage, wie und wie schnell wird welche Rettungskette jetzt eingesetzt. Aber das Spannende bei dieser Diskussion war ja, welche anderen möglichen Begleiter. Aber das war schon sehr wertvoll, um das darzustellen. Wie die Autohersteller jetzt mit dem Thema. Wessen Daten sind es jetzt? Also da hat sie, ohne dass ich jetzt Hersteller gruppieren kann, aber doch ein Trend hin, naja, eigentlich ist eh klar, dass die Daten eigentlich unseren Kunden gehören. Also schon etwas weg von diesem Selbstverständnis, aber das war vor ein, zwei Jahren nicht war ganz anders. Ja. Und das ist etwas Positives, dass man zumindest einmal sich dazu bekennt. Darf ein Kunde das deaktivieren? Naja, im Grunde genommen sagen sie alle, man kann alles deaktivieren, aber es hat natürlich dann zur Folge, dass Dienste, die sie vielleicht mitgekauft haben, ihnen dann nicht mehr angeboten werden, was vielleicht bei genauerer Betrachtung wurscht ist.
gerade auch etwa Bewerbungen von irgendwelchen touristischen Dienstleistungen und dergleichen mehr will ich vielleicht eh alle nicht haben. Also da wird sicherlich auch ein bisschen im Windschatten einer Goldgräberstimmung, dass diese vernetzte Welt uns unheimlich tolle Informationen über alles geben wird, gespielt und in Wahrheit das Kfz trotz allem noch immer irgendwie die Hauptfunktion erfüllt, mich physisch von einem Punkt zum anderen zu bringen. Das automatisierte Fahren, wenn wir kurz nur diesen Exkurs uns leisten, erlaubt uns ja künftig selber zu Hause zu sitzen und an einer Telekonferenz teilzunehmen und nur das Auto zum Meeting zu schicken, auf die Spitze getrieben. Ne? Ja, von der gesetzlichen Seite her ist es so, dass der Besitzer des Autos kein Problem kriegt, wenn er sehr aktiviert ist. Ja, Moment, E-Call ist nicht deaktivierbar. Also auf dieser Minimalebene kann ich nicht, unter die kann ich nicht zurück. Nur das kann ich derzeit. Wenn ich das physikalisch verhindern würde, würde ich mit Strafzahlen machen. Ja, was nur unter nur diese Erfahrungen haben wir noch nicht, ja, weil es gibt natürlich inzwischen schon einige Fahrzeuge, die mit E-Call ausgestattet sind. Aber die Verpflichtung ist erst jetzt quasi für den Neuen. Das heißt, alle, die bis jetzt freiwillig ausgestattet waren, meines Wissens gibt es keine Verwendungsverpflichtungen dafür. Zumindest müsste das nur irgendwo im nationalen Gesetz umgesetzt werden, dass etwa das Manipulieren eines freiwillig, nämlich noch vor Inkrafttreten der E-Call-Regelungen eingebauten Systems verbieten würde. Das ist mir nicht geläufig. Aber bei den künftigen, ich darf in die Genehmigung der Type nicht eingreifen. Das heißt, da ja E-Call und diese ganzen Bestandteile Element der Fahrzeugtypengenehmigung sind und in dem Moment, wo ich dann in technische Parameter eingreife, der Klassiker früher war, ich habe andere Bremsscheiben drin oder ich baue einen Zylinder um oder was. Ja, eh. Ja. Aber das geht auch in Richtung natürlich Chip-Tuning, das geht aber genauso auch in die Richtung der passiven Sicherheit. Also wenn Sie einen Airbag haben, bauen den aus oder Sie haben irgendwelche Gurtstraffersysteme und ändern die gegen andere, vielleicht sogar bessere, riskieren Sie damit, dass Sie in Deutschland automatisch die Typengenehmigung und damit die Zulassung verlieren können. Bei uns zumindest riskieren Sie, dass mit Bescheid aufgehoben wird. Also die österreichische Sichtweise ist da etwas toleranter gegenüber auch Modifikationen der genehmigten Type. Wir haben das jetzt im Zusammenhang mit dem VW-Skandal deutlich gesehen, also was dann die deutsche Past, die Bundesprüfanstalt verlangt hat. Das österreichische Verkehrsministerium sieht es nicht so streng, was auch immer der Hintergrund ist, aber im Prinzip ist es nichts Gescheites, an Dingen herum zu modifizieren oder zu manipulieren, die Bestandteil der Typengenehmigung sind. Aber bei jenen E-Call-Systemen, die jetzt schon vor Inkrafttreten eingebaut waren, kann es eigentlich zumindest nicht verpflichtender Bestandteil der Typengenehmigung sein. Frage an Patrick, der hat den Jan. Das war ein ganz guter Punkt, da wollte ich noch einhaken. Wie schaut denn das jetzt eigentlich in der Praxis aus? Weil E-Call muss ja jetzt, weil eben typischen Bestandteil beim 57 Euro überprüft werden. Man darf aber jetzt nicht in jeder Werkstatt permanent einen Fehlalarm absetzen, um das Ding zu testen. Wie ist denn jetzt da die Praxis? Tut mir leid, das ist ein Punkt, den muss ich mir anschauen, ich kann es nicht beurteilen. Ja. Wird wohl ein Thema werden. Ich weiß allerdings schon, dass die Kriterien für die 57a-Überprüfung im Zusammenhang mit insbesondere einerseits den Abgasmessungen und andererseits auch bestimmten Sicherheitsfeatures im elektronischen Bereich in den letzten Monaten überarbeitet worden sind und da war meines Wissens E-Call so nicht dabei. Aber also zumindest nach meinem Wissensstand muss es beim 57 auch mitgeprüft werden, ich weiß mit einer dreier Zeit, bis das wirklich mal erschlagen wird. Bis greift, ja. Aber irgendeine Idee sollte ja dafür mal existieren. Also ich vermute mal, auf den technischen Hintergrund nicht, ich vermute mal, dass dieses minimale Datenset, das auf jeden Fall übertragen wird und das wird eben über SMS übertragen. Und SMS ist, das haben wir du vorher gefragt, gegenüber Sprache ist die Abdeckung für SMS eine weitaus höhere. Einfach die Feldstärke viel geringer sein muss, um noch ein SMS abzusetzen. Das heißt, dieses minimale Datenset einfach dann um Test irgendwas ergänzt wird.
wenn es jetzt dann in der Werkstatt passiert, da kommt einfach ein Bit dazu, ich sage es jetzt einmal technisch gesehen, welches der Leitzentrale dann im gestattet zu unterscheiden zwischen das ist nur ein Testanruf oder das ist ein Echtfall. Aber ich müsste das auch im Detail. Ja, das kann man mit Checkbox lösen oder mit dem Lenden-Thema. Ja, also dass man noch einmal irgendwie. Muss ich, wie gesagt, muss ich mich auch erkundigen. Das Beste ist halt einmal garantieren, die Übertragung. Also jeder Vergleich hinkt bekanntlich, ja, aber auch das Vorhandensein des Airbags muss überprüft werden. Und das wird halt quasi virtuell, er wird nicht ausgelöst. Ja, also. Gott, das ist ja garantiert, die Übertragung im Sinn oder ist das SMS? Das wird nur die Technik. Der hat die ganze Zeit schon sagen will. Ja, so. Ich wollte das fragen. Sehe ich das richtig, dass die Firmen, die bis jetzt diese Standalone-Unfalldatenrekorder gebaut und verkauft haben, dass die mit den Geschäftsmodellen verlieren, weil die funktionieren da quasi illegaler Bestandteil der Autoelektronik sind, oder? Also ich glaube es persönlich nicht als erstes einmal, bis tatsächlich die Fahrzeuge umgedreht sind und alle neue sind entsprechend publiziert und dann reden wir nochmal über viele, viele Jahre, in denen wir tätig sein können. Für uns persönlich ist auch die Fragestellung, also wir verstehen uns als Versicherungsthematikunternehmen. Und ich sage mal, die Versicherer haben in der Vergangenheit aufgetretene Schäden schlicht und ergreifend mit Geld beworfen und damit wieder aufgelöst. Im nächsten Schritt mit der automatischen Unfallmeldung und den Themen wollten die Versicherer quasi zu dem Zeitpunkt, wo der Kunde Support gebraucht hat, wollte er dabei sein. Der nächste Schritt aus unserer Sicht ist jetzt nicht eine bessere Segmentierung noch oder noch irgendwie mehr Analyse, sondern eigentlich eine nahe Echtzeit verfügbare Kommunikation mit dem Fahrer oder der Fahrerin mit der Zielsetzung, Unfälle zu vermeiden. Sprich jetzt Korrelationen zum Beispiel aus Wetter und Straßenverhältnissen und Fahrtwegen herzustellen, um zu sagen, aus Versicherungsperspektive, ja, lass doch heute dein Auto stehen, weil da ist draußen ein Black Ice und jetzt wollen wir deinen Vorschlag. Ja. Geht es ein bisschen so in das Beispiel, du bist doch schon müde, ja, du bist jetzt seit 3 Stunden unterwegs, hol dir doch einen Kaffee an der nächsten Tankstelle. Das sind alles Themen, die eher was mit der Unfallvermeidung zu tun haben, als jetzt mit der Selektion im Kontext von Risikogruppen. Aber aus die Frage beantwortet. Das ist ein bisschen verweigern meiner Frage, meine Frage ist halt gezielt darauf, dass ein Unfalldatenrekorder, den man jetzt kauft und der ein Standalone-Gerät in dem Auto darstellt und den nur ich auslesen kann, der sozusagen keine Informationen verteilt, wo auch immer hin. Die Funktion eines Unfalldatenrekorders wird wohl, also quasi die Beschleunigungsaufnahme und so weiter, die wird wohl von den modernen Systemen, die in den zukünftigen Autos implementiert sind. Damit habe ich keine Erfahrung, weil das machen wir nicht. Ja. Okay. Wir übertragen und verkaufen die Ladung. Ja. Aus Konsumentensicht, wenn ich es richtig verstehe, die Versicherungen haben dann ein geringeres Risiko. Ist das eigentlich dann sozusagen eine Profitmaximierung auf Seiten des Versicherers? Wird das dann an den Konsumenten? Ja, aber das ist ein Schaden des Konsumenten. Nein, aber ich bin auch Konsumenten an der Breite. Ja, ja, ich sage, bevor ich mit der Straße fahre, dann möchte ich auch eine geringere Prämie drauf sagen. Vor allem, auch wenn ich mich jetzt dem Verdacht aussetze, da als Verbündeter der Versicherungswirtschaft zu sein, aber gerade die Kfz-Haftpflichtbranche ist ja sowieso eher nicht so sehr jetzt daran leidend, zu viel Gewinn zu machen, sondern durch die Rabattschlachten, die es ja ohnehin seit Jahren gibt, chronisch eher defizitär. Und das ist verständlich und auch im Sinne der Verkehrssicherheit absolut zu begrüßen, wenn also so Ansätze wie Unfallvermeidung oder zumindest schnelles Einsetzen der Rettungskette die Unfallfolgekosten und Aufwendungen minimieren möchte, weil eben, wie Sie ja vorhin gesagt haben, die Schnelligkeit mitunter auch für die Frage des Umfangs von Rehabilitationskosten und dergleichen von erheblicher Bedeutung ist. Also da sitzen ja Konsumenten und Anbieter, Dienstleistungsanbieter im gleichen Boot. Keiner hat Interesse daran, den Versicherungen Geld nachzuschmeißen, können sie aber bei diesem quasi vollständigen Konkurrenzmarkt ja sowieso nicht. Und auf der anderen Seite sind ja letzten Endes auch Versicherungen wieder für die Konsumenten mitunter auch interessante Anlageobjekte. Also da schließt sich ja der Kreis dann von der anderen Seite wieder. Ja, aber
Verzicht zum Beispiel auf die Nutzung des Mobiltelefons während der Fahrt, also die nicht gesetzkonforme Nutzung, nur dazu sagen, können Sie bis zu 50%, verzichten auf 50%. Ja, bei 100% Endeverzicht, nicht gesetzeskonform, sind 50% auf die Haftpflichtprämien, die wir sparen. Mit der Folge muss man natürlich dann dazu sagen, wenn Sie eine dieser vereinbarten Verbote brechen, dann haben Sie natürlich einen entsprechenden Selbstbehalt im Schadenfall. Ne? Gut, George und dann ja, die Dame. Ich also wollte, meinen befremdenden Ausdruck geben. Es ist so, dass ich am Anfang, glaube ich, richtig mitgekriegt habe, dass die grundsätzliche Idee und die Intention des ganzen E-Call-Systems war, im Falle eines Unfalls dem Verunfallten oder der Verunfallten möglichst schnell Hilfe angedeihen zu lassen. Yep. Genau. Wenn ich mir anschaue, dass das vielleicht höchstens nur 5% der Wegelagerer auch im System sind, die rundherum sitzen und alle wollen sie einen Kuchen davon haben und das gleiche die Versicherungsgesellschaften und die warten wir alle. Alle, wo es plötzlich das E-Call gibt, wollen sich ihr Geschäft machen damit, statt dass sie im Vordergrund stehen, dass ein Verunfall geholfen wird. Also ich glaube, das ist 5-10% die ursprüngliche Idee, der Rest ist parasitäres Geschäfte machen. Also ich glaube, darf ich ganz kurz eine Antwort geben, weil es ein bisschen in meine Richtung geht. Also ich provokant gewesen. Naja, das System, von dem ich jetzt spreche, das gibt es in Österreich seit 2007. Ja. Ich glaube, es gibt auch immer über E-Call in der Form, wie wir jetzt diskutieren, nicht diskutiert. Also zu sagen, wir sind Wegelagerer in dem Kontext heute für ja, zumindest verwegen. Ja, ich bin gern verwegen. Ich sage Ihnen, wie es ist. Also, wenn die Versicherungsgesellschaft seit 10 Jahren, oder wenn die Versicherungsgesellschaft etwas auf die Beine stellt, unabhängig davon, ob Menschen geholfen wird oder nicht, ist vor allem ihr Interesse. Ihr Interesse ist, Geschäft zu machen. Dann ist das schön und gut, bekennen Sie sich wenigstens dazu. Brav, sehr schön. Aber E-Call war eine andere Intention. Aber ich bin des Versicherers, nur um das klarzustellen. Du darfst jetzt zwei Dinge nicht vermischen, Mann. Das E-Call-System ist jetzt dann zwar verordnet, aber in der Verordnung ist auch vorgegeben, dieses minimale Datenset. Und mit diesem minimalen Datenset, welches ja nur im Unfallfalle geschickt wird, das sind ja nicht die Daten, mit denen die Versicherer agieren. Die agieren mit Systemen wie General Motors OnStar oder anderen Premium-Herstellern. Mittlerweile geht es ja immer weiter runter, weil die BMW hat damit begonnen, Mercedes und so weiter, die ihre privaten, sag ich mal, Systeme aufgebaut haben. Und da muss man aufpassen, ich meine, dass E-Call jetzt praktisch die gleiche technische Basis benutzt oder die anderen auf der technischen Basis aufsetzen können und das Ding nicht dupliziert einbauen müssen, das ist schon korrekt. Aber von der, sag ich mal, von der Auswertung her, vom Verwendungszweck her, muss man zwischen E-Call und allen sonstigen Systemen ganz massiv unterscheiden. Da hätte ich gleich noch eine technische Frage dazu. Also es gibt E-Call, das eben eine Mobilfunkverbindung macht, beziehungsweise eine GSM-Verbindung macht und per SMS die Daten sendet. Und dann gibt es daneben eben noch ein anderes System, das die anderen Fahrtdaten, die wir da gesehen haben von den verschiedenen Modellen, was die dann da nicht alles bis hin zu den Scheibenwischern und sonst was diese Daten sammeln, die ebenfalls transformiert. Meine Frage ist jetzt, sind die elektronisch getrennt, sprich sind das, sagen wir mal, zwei SIM-Karten oder läuft das über eine SIM-Karte? Weil das ist vom Sicherheitstechnischen ein sehr große Sache, weil wenn zum Beispiel gerade der seine unwichtigen Daten hinausspielt und wir wissen alle, die Software ist nicht fehlerfrei und bringt sozusagen das SMS-Modem oder das GSM-Modem zum Absturz, dann funktioniert plötzlich der E-Call nicht. Also, aber Sie sagen, es ist getrennt. Also, soviel ich weiß, sind bis zu 7, 8, 9 Karten teilweise verbaut, kommt immer darauf raus, was für Auto ist. Also da können durchaus mehrere Karten verbaut sein. Allerdings, ich muss dazu sagen, wir interessieren uns nicht für technische Details oder wir interessieren uns auch nicht für den Campus oder ähnliche Dinge mehr. Daher weiß ich das nicht, aber im Detail. Aber ich
glaube nicht, also um ehrlich zu sein, ich glaube nicht, dass jetzt, wenn man so will, die Datenübertragung von Campusinformationen verhindern würde, dass es ein Notruf existiert. Das würde ich auch nicht. Das würde im Gesetz eigentlich drinnen stehen, dieses Gesetz. Also die Basiskommunikation darf durch quasi Erweiterungen nicht beeinträchtigt werden und auch die Basis Nothilfe Struktur etwa dadurch, dass diese Leitstelle vom Innenministerium kontaktiert wird, darf auch nicht durch die Hersteller konterkariert werden. Also es muss immer auf diese Minimalebene zurückfallen und die darf nicht schlechter funktionieren, als wenn man die anderen erweiterten Optionen nicht hätte. Was heißt BAF nicht oder was es halt von vielen gibt, wie er zum Beispiel erwähnt hat, Software-Bug und das hängt sich auf. Gut, dann geht es natürlich los. Muss das redundant gemacht werden oder heißt das BAF nicht und es war halt Pech und dann hast du halt Pech gehabt? Gut, da geht es dann. Wenn man draufkommt, dass in der Konzeption des ganzen Fahrzeugsystems ein Entwicklungsfehler zur Folge hatte, dass eben genau diese Wirkung eingetreten ist, wird man sich wahrscheinlich dann im Endeffekt auch am Hersteller des Systems oder Fahrzeughersteller jetzt im Zusammenhang mit Produkthaftung und so weiter schadlos halten können, weil eben darf nicht, heißt natürlich nicht, kann nicht. Ne? Aber es ist dafür zu sorgen, dass eben keine Verschlechterung dadurch eintritt. Ich werde versuchen, Licht ins Dunkel zu bringen und das bis zum Follow-up-Mail zu klären. Ob eCall eine exklusive Plattform ist oder ob das eine Mehrfachnutzung auch zulässig ist. So, jetzt ist die Dame, dann kommt der Werner dran. Drei kurze Fragen. Das erste ist, Herr Hofer, Sie haben ja vorhin auch von all den Daten, die aufgezeichnet und übertragen werden, von den Autoherstellern gesprochen. Das heißt, wenn ich mir nicht ein uraltes Auto zulege oder schon habe, kann ich sozusagen nicht mehr vermeiden, dass Daten von mir ständig, wenn ich ein Auto nütze, ständig aufgezeichnet und übertragen werden und dann eCall noch dazu. Das heißt, ich kann dem gar nicht mehr auskommen, so verstehe ich das. Ich sehe das sehr ähnlich, insbesondere im Bereich des Gebrauchtwagenmarktes wird das eine große Rolle spielen, wie weit hier dann tatsächlich Vereinbarungen, die nur der Erstbesitzer mit dem Hersteller getroffen hat, dann zutreffen. Für Folgebesitzer auch zutreffen. Auch zutreffen oder automatisch erlöschen. Ich schalte das da ab in dem Auto, also nichts davon kann. Also ab dem Zeitpunkt, wo eCall Einbau, also jetzt als Bestandteil für die Erteilung der Typengenehmigung für das Fahrzeug gilt, geht es nicht mehr. Dort, wo freiwillig Kommunikationssysteme schon eingebaut waren, die auch im Hinblick auf das künftige Funktionieren von eCall schon auf diese Protokollvoraussetzungen angepasst waren, da wird man, wenn es nicht Bestandteil der verpflichtender Bestandteil der Typengenehmigung war, nicht sanktioniert werden können. Nur die Frage ist natürlich, was passiert jetzt mit dem Fahrzeug insgesamt sonst noch? Weil die Trennung ist nur dort verpflichtend vorgeschrieben, wo es um die Kommunikation nach außen geht. Nicht, wo es um die Fahrzeugkonstruktion als solche geht. Ne? Und wenn Sie jetzt irgendwo nicht bloß in der Datenver- und Weiterbearbeitung eingreifen, sondern womöglich auch in der Sensorik, die ganz andere Dinge auch ansteuert oder ermöglicht, dann werden es wahrscheinlich mit dem Hersteller auf anderes, wenn überhaupt nur Garantieleistungen erbracht werden. Aber auch jetzt im Hinblick auf Eingreifen in gewisse Abläufe und das ist das dann schadenskausal, dann wird man Ihnen als Konsumentin die Frage stellen, warum haben Sie das verändert? Das hatte jetzt diese oder jene Auswirkung. Beweisen Sie uns, dass der gleiche Unfall auch passiert wäre, wenn diese Modifikation nicht vorgenommen worden wäre. Und da wird es dann halt recht eng. Noch einmal, noch kurz Ergänzung. Noch einmal, eCall ist eine anlassbezogene Kommunikation, während die ganzen anderen Daten, das sind die kontinuierlich fließen. Ja. Da spielt auch da hinein die Frage, wenn das eCall davon getrennt ist, dann kann ich die normale Datenübertragung deaktivieren, ohne dass das eCall deaktiviert wird. Also die andere Datenaufzeichnung ja offensichtlich auch nicht verhindern.
die Datenaufzeichnung vielleicht nicht, aber die Datenübertragung. Weil das aber ich kann überhaupt nicht verhindern, dass das Auto ständig irgendwas über mich sammelt. Das ist schon schwer. Die Eulenmechanischen Sammlung. Noch zwei kurze Fragen. Das eine ist, ab wann aktiviert das E-Call? Also wenn ich zum Beispiel jetzt ausprobieren will, wie das Auto reagiert, wenn es glatt ist, auf einer völlig harmlosen Situation, schickt das Auto einen Notruf ab? Also ab wann? Okay. Ich glaube, das ist beim Herrn Fischer schon recht gut rausgekommen. Es ist einmal primär eine Information, da ist was. Ja. Dann wird nichts veranlasst, sondern dann wird versucht, einmal eine Rückmeldung vom Lenker zu bekommen, ist wirklich was los. Also der Fall, den Sie jetzt ansprechen, würde nur dann eintreten, wenn quasi die Bestätigung, ja, wir haben theoretisch eine Sprachverbindung, aber der redet mit uns nicht, ja. Dann wird man wahrscheinlich die Stufe 2 aktivieren müssen, bei sonstiger Sanktion wegen nicht erfolgter Hilfeleistung, und halt zumindest einmal irgendeine eine normale, unter Anführungszeichen, Reaktion in Gang setzen, also weiß ich nicht, die Exekutive hinschicken oder ein normales Rettungsfahrzeug, aber nicht unbedingt sofort einen Notarzt-Hubschrauber losschicken, weil natürlich das System sich selbst dann das heißt, ökonomisch sprengen würde. So ein Trigger oder was wäre das so ein Trigger, das losgeht? Also möglich, genau. Was sicher ist, wenn Airbag ausgelöst wird, ja, auch Straffe, also das ist alles mit Beschleunigung. Das Gefährliche ist ja, wenn man tatsächlich irgendwo aufgeprallt ist und es hat eine wirklich ruckhafte Beschleunigung gegeben. Also da gibt es auch Mechanismen, die zwei Sensoren, die sagen, das sind Triggerpunkte, dann geht E-Call weg. Also nur wenn das Auto bei sich anfangen würde, um die Achse zu drehen, wenn man gerade auf den Schleuder oder so, glaube ich nicht, dass das. Das weiß man so. Das ist aber nicht gefährlich. Das Ganze ist so wie eine Crash-Sensorik, wo der Hersteller das hernimmt, das bleibt ihm überlassen. Also wie schon angesprochen, entweder kann er über Airbag machen, über Gurtstrafe, was auch immer. Oder sonstige Sensoren. Aber auf jeden Fall, E-Call geht ja schon mal nur los, wenn es einen Crash gibt, wirklich. Also physisch und nicht auf irgendwelche Schleuderbewegungen allein aneinander. Oder Schadenbremsung oder so. Ja, also das ist dann wieder im Bereich der Dienste. Aber das ist halt ein Problem, da ist halt die Trennung nicht ganz so gut rauskommen und muss angesprochen worden ist. Was mich dann aber an der Stelle noch interessieren wird, wenn E-Call auslöst, macht es ein Fenster für 24 Stunden auf, in der zurückgerufen werden kann. Warum bitte 24 Stunden? Also wenn einer 24 Stunden im Auto liegt, dann brauche ich ihn immer auch. Dann kommen wir nicht mehr rein. Ich glaube, das ist ein bisschen. 3 bis 4 Stunden wäre eher realistisch, aber warum das 24 Stunden per Definition betragen muss, verstehe nicht. Kann man sich nicht erklären, warum. Ist das, war das seine 24 Stunden, die am Anfang gehört? Das war nur eine Stunde, die goldene Stunde, die ich erwähnt habe. Das ist die Golden Hour. Also das letzte, was ich zu dem Thema gehört habe, war, dass das Fenster 24 Stunden definiert ist. Gut. Gut, das finde ich doch schon extrem hoch. Und wenn das Fahrzeug verunfallt ist, was soll passieren in die 24 Stunden, auch wenn es 24 Stunden ist? Also ich meine, grundsätzlich die Idee zum Zurückrufen ist ja, da spart man sich einen Haufen Fehlalarme, wenn man nur sagt, okay, ja, ist eh nichts passiert. Braucht er Unterstützung, geht. Also da braucht er nicht jetzt mal einen rausschicken. Also soweit, ja. Aber wie gesagt, also warum das 24 Stunden sein soll. Wir hätten uns somit an Technik an und bewaffnen sollen. Ja, genau, das wäre super besser. Eine Frage habe ich noch, wer zahlt das Ganze? Ja? Also es muss ein Gerät eingebaut werden in mein Auto oder Karte oder was auch immer. Es muss dieses Service ja irgendwer muss da sitzen und antworten und so weiter. Wer zahlt das? Der Käufer beim Neuwagen. Also das heißt, das Auto kostet um das entsprechend mehr, aber dieses Service muss ja auch, die Dienstleistung muss ja auch finanziert werden. Schon, aber die Dienstleistung wird in unserem Fall in Österreich vom Innenministerium im Rahmen einer offiziellen Leitstelle. Das ist die ganz normale 112-Infrastruktur. Ja, okay. Also die kriegt jetzt diese Funktion dazu, vielleicht irgendwo 3-4 Planposten oder so, aber im Prinzip jetzt und wird woanders wieder Kapazitäten einsparen können, weil er effizienter gearbeitet wird. Ja, okay, gut, danke schön. Also gut, Werner, nimm die Chance. Ich habe es hoffentlich nicht vergessen.
was ich sagen wollte, ist, wo ich ein bisschen Sorge habe, ist, dass wenn zentral bei den Mehrerdiensten Daten gesammelt werden, also vor allem bei den Fahrzeugherstellern, dass ja dort ganz eine Menge an Informationen quasi über den Fahrer auch liegen. Also Beispiel Bewegungsprofile, wo ich mich aufgehalten habe. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass im Zuge von spannenden politischen Diskussionen, wie es letzte Mal beim Sicherheitspaket irgendwann einmal jemand auf die bürgerliche Idee kommen könnte, da liegt ja drinnen, wo sich die ganze, also alle Österreicher befunden haben, würde man gerne wünschen, dass es sozusagen auf diese Daten zugreifen kann und das heute für ein ziemliches Problem. Na, so weit sind wir ja von dem gar nicht entfernt, also wenn halt dem von Ihnen angesprochenen Sicherheitspaket etwa die vorhandenen Kameras, die für Section Controls zur Verfügung stehen, auf Nachfrage, ich meine, das ist logistisch schon ziemlich gefinkelt gemacht worden. Der Gesetzestext hat keinen Hinweis darauf enthalten, dass nicht bloß ermittelte Geschwindigkeitsüberschreitungen zur Datenübermittlung an die Polizei dienen sollen. Die erläuternden Bemerkungen haben darauf hingewiesen, dass eben noch vor der Auswertung und dem Feststellen einer Geschwindigkeitsüberschreitung sämtliche Kameradaten quasi dort, wo es bestellt worden sind, weiter übermittelt werden müssen, was natürlich für die Effektivität eine logische Voraussetzung darstellt, weil wenn ich weiß, eine Section Control wird nur dann mich als quasi Terrorverdächtiger oder sowas ausliefern, wenn ich abgesehen von der Toleranz die Geschwindigkeit dort überschreite, dann werde ich halt das nicht tun. Nein, sie übermittelt natürlich alle Daten und damit ist diese Konsequenz vermieden. Auf der anderen Seite wird es halt relativ schnell sich herumsprechen, wo sind welche Section Control Anlagen, dann werden wir halt so fahren, dass wir sie vermeiden. Also wenn das Auto aufzeichnet, dann brauche ich die Sekundenkontrolle noch. Ja, eh. Also, dann tut man halt quasi vorsorglich. Nein, ich habe jetzt nicht gesagt, dass das ersetzen soll, sondern es zeigt nur, dass der Gedanke natürlich auf der Gesetzgebungsebene längst in die Richtung geht. Ja, das ist so, ja. Ich sage mal, das ist aus meiner Sicht, müssen wir alle darauf aufpassen, dass gerade das nicht passiert. Das ist eine totale Überwachung. Ja, nur Obacht, Werner. Jetzt haben wir, glaube ich, wieder dabei, zwei Dinge zu vermischen. Der E-Call zeichnet ja nicht. Nein, wir sind ja bei dem Thema. Daten sind ja das Motto der heutigen Veranstaltung: E-Call-Verordnung, der Schritt zum gläsernen Auto. Na, ja. Genau, das ist so. Aber, ja. aber das sind ja private, die sind ja nicht im Bereich der Hoheit, sondern nein, aber die sind Sie ja können, bei BMW, bei Mercedes oder sonst jemand. Er hat völlig recht. Ich kann natürlich mit einem logistischen Akt denjenigen verpflichten. Ich zwinge die Firma BMW dazu, alle Fahrzeugdaten aller BMW-Lenker auf Anfrage, ja, oder was immer. Nicht auf Anfrage, sondern prophylaktisch. Und ich sage jetzt einmal, dort, wo es hinführen kann, ist, ich baue mir einen Bluetooth-Drucker ins Auto ein und kriege sowieso einen Strafantrag, wenn ich einmal 2 Kilometer zu schnell fahre. Ich meine, wir fangen schon an, für Terrorismus zu sprechen und hören dann auf bei Kleinigkeiten. Um das nicht zu abstrakt werden zu lassen, wir leben in unmittelbarer Nachbarschaft eines Landes, von dem manche meinen, dass sie sich von den ganz allgemeinen Grundwerten demokratischer, rechtsstaatlicher Prinzipien entfernt hat. Und dieses Land hat seit einigen Jahren ein elektronisches Mautsystem, das mit Video- und Kennzeichenerfassung quasi feststellen kann, wer wo ist. Also ich brauche nicht allzu kreativ sein, um auch quasi bei einer leicht modifizierten Änderung des demokratiepolitischen Grundverständnisses sehr wohl auch Anwendungen dieser Art dann sehr realistisch werden zu lassen. Da brauche ich nicht in die Türkei schauen, aber da kann ich das sehr wohl auch mal vorstellen. Ne? Ja, also ich sehe da Probleme. Das eine ist der Fahrzeughalter, für den die persönlichen Daten übermittelt werden, das andere ist der Lenker. Ja, ja, da kann es massive Unterschiede in der Essendage geben. Wenn ich jetzt weiß, mein Auto war es auch, dass ich drinnen gesessen bin, spätestens wenn es das Bluetooth mit meinem Handy verbunden hat. Natürlich nicht, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Ne? Aber auf das geht es aus. Ich meine, jetzt ist ein paar Mal wieder erwähnt worden, die Sensorik und die Data Science Möglichkeiten, die aufgrund der Sensorik Informationen im Big Data Bereich drinnen sind, da brauche ich kein Video mehr drinnen. Da habe ich ein bisschen Sensorik drinnen und ich weiß wirklich, wer drinnen sitzt. Da brauche ich kein Handy dazu. Wenn ich da alle 1,5 Meter an ganz normalen Temperatur,
Gültigkeit fülle und so weiter habe und die Daten sammeln, weiß ich, wer erinnern war. Ja, wir haben sie ja bei dieser, wir haben sie ja da festgestellt, also bei diesen. Ist das große Thema und was da dazu kommt, ist, dass da auch andere auf die Daten, die Fahrzeugdaten, also nicht E-Call jetzt, auf die Fahrzeugdaten zugreifen können. Da kommt, wie heißt Cambridge Analytica, saugt die Daten ab und auf einmal sind irgendwelche Sachen rausgekommen von dem, was man nicht mehr vorstellen kann. Hm. Ja. Und er ist ein Early Adopter. Er fährt Tesla. Da ist das alles schon drin. Nein, auf die Big Data Sache war bei einem Speicherhersteller, also für Rechenzentrumspeicher, aber wir haben aufgrund der Big Data und Data Science Sachen eine halbe Stunde vorher gewusst, dass die Klimaanlage ein Problem hat, bevor der Klimaanlagenhersteller das hat. Also das ist aber nur Data Science Sache. Die Sachen sind ja noch vernünftig. Ja? Also ich würde mir ja wünschen, dass wir in einem Autohersteller vor Ort, das würde halt irgendwo auf der Strecke liegen bleiben. Ist ja super, ja? Also das sind positive Aspekte. Das schon, aber die Technik, genau. Das andere. Das zweite Thema ist, wer kann auf die Daten zuführen und wird das unter zu einem Nutzen verwendet oder kann mir da Schaden entstehen? Und genau dort, glaube ich, muss man halt aufpassen. Oder müssen wir ja versuchen, halt zu arbeiten, dass das möglichst wenig passiert. Bei Datenschutz war dann zum Beispiel wäre auch so ein Thema, wie sind die Aufbewahrungsliste und diese Dinge, und hätte ich nicht mein Recht darauf, dass ich die Aussagen übergebührlich. Wir nehmen uns 20 Uhr, aber George, bitte. Ich befürchte, dass für den Autofahrer oder Fahrzeughalter, wie auch immer, auch noch Risiken zukommen angehen. Und zwar, wenn das Ding leichtsinnig irgendwie durch ein Manöver ausgelöst wurde und die Sprechverbindung irgendwie nicht funktioniert hat und sicherheitshalber rückt da, ich weiß nicht was, für ein Konvoi an Hilfsorganisation aus, ja, und hinten noch halten sie die an dem schadlos, weil das hat ja viel gekostet. Haben wir schon bei Fehlalarmen durch Alarmanlagen und so weiter auch logistisch gelöst, dass eben dann irgendein Pauschalsatz gibt auch für die also die unnötige Einschaltung einer Alarmkette. Also da kann, aber Sie haben schon recht, das gehört natürlich irgendwann einmal auch behirnt. Das hat die Polizei kostet auch was. Ja, eh, aber ich meine, wir haben schon in der Rechtsordnung zumindest an zwei nennenswerten Stellen auch Gebühren für das unberechtigte Aktivieren der Polizei. Einerseits eben bei Fehlalarmen, andererseits auch bei der unnötigen Verständigung der Polizei bei Verkehrsunfällen, sprich diese sogenannte Blaulichtsteuer. Also die Rechtsordnung kann damit schon umgehen. Ja, und man wird halt dann irgendein Pauschalsatz, der sich quasi ausgeht, da würden wir auch jetzt nicht unbedingt uns querlegen wollen, statt dem einen jetzt über Gebühr mit allen theoretischen Kosten zu belasten. Aber es ist schon richtig, es gehört eine Sorgfalt dazu, die einerseits vermeidet, möglichst wenige falsch-positive Alarme zu identifizieren, und es gehört noch viel mehr darauf gesorgt, dass kein richtiger Alarm übersehen wird. Und da muss man sich dann überlegen, was ist denn jetzt wichtiger. Ne? Es ist besonders spannend für 18-jährige Burschen, die gerade schon den Führerschein haben und momentan halt so richtig in der Euphorie des Fahrzeugs, weil da Plätze machen, die haben dann, weil es Lehrlinge sind zum Beispiel, dann gar kein Geld mehr. Womit soll man das zahlen? Also das kann, da geht schon Summen dann. Gut. Auch wenn es nur ein paar ist, ja, mach schon rein. Trotzdem vor der Sorge jetzt für die Verarmung wegen zu hohen Sicherheitsstandards würde ich mir auch nicht unbedingt jetzt fürchten. Gibt es irgendwie eine Regelung oder eine Vorschrift für diese Hersteller, dass sie diese Daten nach einer bestimmten Frist löschen müssen, oder ist der also unterliegt seiner Willkür? Also das ist, was löscht man nicht haben, weil sie nicht. Also dieses Recht auf Vergessenwerden, wenn man so will, ist natürlich schon bis jetzt Bestandteil der Datenschutzregelungen und wird durch die Datenschutzgrundverordnung noch deutlich verstärkt. Ja. Das ist ja der Grund, warum heute alle Unternehmen irgendwie in totaler Panik glauben, dass bis zum 24. Mai um 0 Uhr, in der 23 Uhr spätestens alles unter Dach und Fach haben müssen, was irgendwo Daten, Ablagen und so weiter betrifft. Also wir leiden momentan selber darunter, dass wir alles, was wir längere Zeit nicht gebraucht haben, löschen müssen, was ich nicht verstehe, aber okay. Aber im Prinzip natürlich dieses überbordende Vorrathalten, genauso wie es dem Staat ja Vorratsdatenspeicherung und so weiter nicht gestattet ist, ohne Grund lange Dinge aufzuheben, die man zueinander jetzt in Beziehung bringen darf, wird das sinngemäß auch für Daten gelten müssen, die
vor allem wenn sie personenbezogene sind. Und wir haben natürlich jetzt da eine sehr starke Weiterentwicklung der, auch des rechtlichen Verständnisses. Es gab eine Zeit, und die ist gar nicht so lang her, wo die Meinung vertreten wurde, Kennzeichen sind keine personenbezogenen Daten, weil nur dem besonders Berechtigten über das Kennzeichen die Information zukommen kann, wer denn der Fahrzeughalter ist. Man kriegt nur die Versicherung außer. Ja, eh, aber dadurch, dass man eben verschiedene Systeme miteinander verbinden kann und die auch zur Verfügung stehen, komme ich natürlich sehr wohl irgendwann einmal auf den Zulassungsbesitzer. Und daher ist es natürlich so, dass ein Kennzeichen auch, also ein Kfz-Kennzeichen, natürlich ein personenbezogenes Datum ist und damit auch unter dem besonderen Schutz des Datenschutzes steht. Und das Gleiche ist also bei anderen Daten, wo man jetzt vordergründig meint, die sind nicht personenbezogen, weil sie nicht unmittelbar einer Person zugeordnet sind, aber dadurch, dass sie eben rückführbar, wie das Datenschutzrecht das sagt, dadurch, dass man mehrere Datensammlungen in eine Abhängigkeit zueinander bringt und dann sagt, das kann aber nur zu der Zeit nur der gewesen sein, weil alles andere schließt sich aus und damit habe ich natürlich auch eine automatisierte Zuordnung zu Einzelnen und damit werden Daten, die jetzt am ersten Blick nicht personenbezogen dargestellt werden, sehr wohl über diese Möglichkeit der Verbindung verschiedener Datenauswertungen sehr wohl zu personenbezogenen und damit zu sensiblen und damit auch zu entsprechend löschungspflichtigen. Ja, nur wenn der Aufwand gerechtfertigt ist. Naja, gut. Das ist aber immer eine Frage des Ex post und der Frage der elektronischen Kapazitäten. Aber etwas löschen ist im Zweifelsfall wahrscheinlich leichter, als es aufzubewahren. Ja, aber da ja archiviert wird und das teilweise auch auf langsamen alten Medien, die kannst du durchgehen. Vordergründig ja, weg, aber. Dass die wirklich weg sind, kann man auch nicht fragen. Ja, zum Glück kennt ihr die Datenschutzkonformen und den Status des sozusagen Einfrierens. Sie werden so noch gespeichert dürfen und nicht mehr verarbeitet werden. Und mit dem erkennt man also diese Backup-Problematik. Das ist sicher ein Thema. Genau. Jetzt sind wir. Jetzt sind wir schon sehr, sehr tief. Und jetzt sind wir alle eingefroren. Ich würde sagen, den offiziellen Teil erklären wir hiermit für beendet. Danke fürs Kommen und fürs heftige Mitdiskutieren. Und wir führen die Diskussion.